rein? Das war im Nebenzimmer. Ja, meine Freunde, ich begrüße Sie und euch ganz recht herzlich zurück in einem neuen Teil von Let's Play Together Phoenix Wright Ace Attorney. Ich bekomme heute mal die Ehre, diesen Teil zu beginnen, wenn ich mir auch die Ehre gerade einfach so genommen habe. Wie immer. Und ich werde heute wieder bis zum letzten Tode. Ich sag nicht. Das endet nur wieder böse hier. Wir sind wieder da, machen hier weiter. Ich beleidige heute einfach mal nicht. Ich hoffe, ich werde dann auch nicht beleidigt. Und wir sind natürlich alle drei wieder da. Und weiter geht's. Hallo Leute, ja. Ich bin auch wieder mit dabei. Auch wenn sie im letzten Teil leider wieder nicht so viel gesagt hat. Wir müssten ihr echt mehr Männerrollen geben. Ich muss eine Frau sprechen. Ich habe aber irgendwo mitbekommen, dass es anscheinend im Fall 5 habe ich irgendwie mitbekommen, dass es da Zwillinge geben soll. Da habe ich dann meinen Spaß. Dein Comeback. Ja. Also Freunde, wir haben heute den 28. Dezember. Wir haben es 9.51 Uhr. Wir sind im Bezirksgericht im angeklagten Zimmer Nummer 2. Nun ist es soweit. Die Stunde der Wahrheit. Das Imperium schlägt zurück. Heute wird manches endlich geklärt werden. So viele Dinge. Manches. Ach nee. Die schon wieder. Was soll das? Entschuldige, Robert. Ich habe nur deine Schulter berührt. Deine Schulter? Ich habe nur deine Schulter berührt. Noch der Schock von meiner Bekanntschaft mit dem Elektroschocker gestern. Wie dem auch sei, heute ist die letzte letzte Verhandlungstag. Mhm. Viel Glück, Robert. Ja, danke, Mario. Da, Mario und Ketchup. Kannst du mal in der Gerichtsakte schnell die Kugel ansehen, die wir da noch bekommen haben? Vielleicht steht da noch irgendwas, was wichtig ist. Aus Gregory Edgeworth. Herz weist noch immer typische ballistische Spuren auf. Etwas. Also man kann noch immer feststellen, aus welcher Pistole sie gekommen ist. Genau. Kann ja noch wichtig werden. Edgeworth sieht wie immer niedergeschlagen aus. Edgeworth. Hoffentlich nimmt ihn von Karma nicht zu hart dran. Ja, und ich habe jetzt nichts gesagt, nichts gedacht. Ja. Gedacht schon, gesagt nicht. Mann, Jungs, Typ. Hart. Was tun Sie da? Entschuldigung, tut mir leid. Das war auch nur Ihre Schulter. Ich wollte Sie nur zur Aufmunterung auf den Rücken klopfen. Maja, du solltest dich vielleicht besser draußen entladen. Ah ja, gute Idee. Ich habe immer noch 600 Trillionen Milliarden Volt in mir. Ich bin bis Rand oben. Egal. Versuche niemanden auf dem Weg einen elektrischen Schlag zu verpassen. Was für ein Quatsch. Junge! Ach, da ist er wieder. Was ist nur in dieses Mädchen gefahren? 100 Millionen Volt, Inspektor Gumshoe. Morgen, Herr Edgeworth. Edgeworth? Guten Morgen. Wie lief's, Inspektor? Keine Angst. Wie versprochen habe ich unseren ausgerissenen Bootsverleiher eingefangen. Hab ihn gerade reingebracht. Hat mich die ganze Nacht gekostet, Junge. Danke, Inspektor Gumshoe. Sie sind bestimmt müde, wa? Nach dem Schock, den ich auf dem Weg hierher bekam, fühle ich mich richtig frisch. Yogi sagt, er hat seinen eigenen Namen vergessen. Eieiei, aber das muss eine Lüge sein. Warum sollte er sich an Edgeworth rächen wollen? Edgeworth. Wenn er sich nicht erinnern kann. Bingo. Er erinnert sich und ich werde es beweisen. Ja. Tja, Freunde, also wir haben immer noch den 28. Dezember, es ist mittlerweile 10 Uhr, wir sind immer noch im Bezirksgericht und diesmal sind wir jetzt im Gerichtssaal Nummer 3. Busch. Das Gerücht verhandelt nun den Fall Miles Edgeworth. Miles Edgeworth. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit. Oh, jetzt sagt mal was. Der sagt was? Gut, sehr gut.
Heute ist der letzte Tag dieses Prozesses. Ich fordere die Anklage auf, maßgebliche Beweise vorzulegen. Verstanden. Ja, wieder was gesagt. Kommen Sie, erstarren Sie nicht bei jedem seiner Worte in ehrfürchtigem Schweigen. Nee. Nun gut. Also echt jetzt? Herr von Carrera, Ihr Eröffnungsplädoyer. Das war's doch gerade. Richtig. Dank Inspektor Kamschuh wurde der Bootsverleiher festgenommen. Am gestrigen Verhandlungstag behauptete die Verteidigung, er sei der Mörder. Dies muss er allerdings noch selbst bestätigen. Ich bitte die Verteidigung, ihn hierher als Kreuzfahrer zu nehmen. Ja. Sehr gut. Bringen Sie bitte den Zeugen in den Gerichtssaal. Nein, bitte nicht. Ja. Das sieht immer so aus, als wenn der Kaugummi bläst. Sehr geehrte Damen und Herren des Gerichts. Ich glaube, Sie alle erinnern sich an unseren Zeugen. Schnarchnase. Er wohnt im Bootsverleih am See. Von dort aus beobachtete er den Vorfall. Außerdem verlor er vor kurzem seine Erinnerung an seinen Namen und seine Identität. Zeuge! Warum sind Sie gestern weggelaufen? Der Zeuge wollte nicht weglaufen, wie er jetzt aussagen wird. Ich verstehe. Entschuldigung. Ich bin nur der Richter hier. Entschuldigung, ich sitze hier nur. Nun gut, fangen Sie mit Ihrer Aussage ein. Halt noch! Ich verließ das Gericht. Es tut mir furchtbar leid, dass ich gestern einfach gegangen bin. Aber ich bin nicht weggelaufen. Also ähnlich. Ich ging Essen für Pollig einkaufen. Verstehen Sie? Ich ging davon aus, dass ich mit dem Vorfall sowieso nichts zu tun hatte. Ich meine, ich bräuchte ein Motiv. Richtig? Ich hab keins. Deshalb bleibt meine Aussage gestern bestehen. Und wie war die nochmal? Nun gut. Lassen Sie uns mit dem Kreuzfeuer beginnen, ja? Sind Sie einverstanden? Er muss seinen Namen kennen. Janni Yogi. Sie sind Janni Yogi. Ich werde es beweisen, mein Freund. Es tut mir furchtbar leid. Ich wollte gestern einfach weggehen. Für mich war das gestern weglaufen und nicht einfach gehen. Sie haben Larrys Aussage gehört und gemerkt, dass Sie in Gefahr schweben. Nee. Nun, alright. Ziehen Sie keine vorherigen Schlüsse. Wie ich schon sagte, der Zeuge ist nicht weggelaufen. Hören Sie die Aussage. Er sieht wirklich entspannt aus. Ja, jetzt geht's ihm auch wieder besser. Schweine im Weltall. In der Tat, sie tun uns beide von Karma und Janni Yogi. Klar, weil ich sie abgesprochen habe. Warum sind sie dann weggegangen? Ja, er wird es gleich sagen! Fällt es Ihnen so schwer, einfach still zuzuhören, wenn jemand spricht? Wenn ich ruhig bleibe würde, ich würde innerhalb von 3 Minuten schuldig gesprochen. Entschuldigung. Ich ging von Essen Polly einkaufen. Ich nehme den. Ja. Essen? Liegt im Ruhrgebiet. Oh, Caroline ist weg. Was? Caroline? Ja, wer macht denn sowas? Ja, das weiß ich auch nicht. Moment, ich versuch sie mal wieder reinzuholen. Ja, versuch mal. Wir setzen so lange aus, Freunde. Dum, di, dum, 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 di, dum. Please hold the line. Dum, dum, di, 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 dum, da, da. Laissez en ligne, s'il vous plaît. Dim, dum, 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 di, dim, da, dam, da, 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 dam, di, dum. Bitte warten Sie. Dum, dum, di, dim, da, dam, da, dim. Li, di, di, dum, di, dum. Laissez en ligne, s'il vous plaît. Dum, dum, di, 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 dum. Dum, di, di, dum, 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 dum. Please hold the line. Das hört sich gut an. Da ist sie wieder. Ja, war jetzt bloß ich weg, oder was? Ja. Ich weiß nicht, was gerade los war. Du warst weg. Ja, ich meine jetzt mit der Verbindung. Ist ja egal, du bist ja wieder da.
Siehst du auch wieder alles? Ja, passt alles. Sehr gut. Nun, ein Satz. Polly ist ein kleiner Gourmet. Verstehen Sie? Sie frisst nur dieses hochwertige Vogelfutter aus Frankreich. Das gibt es nur in der großen Tierhandlung in Paris. Mhm. Aber sie wurden erst heute Morgen festgenommen. Warum sind sie nicht zu ihrer Hütte zurückgekehrt? Nun, ich hab mich etwas verlaufen. Verstehen Sie? Der Zeuge hat manchmal Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern. Als die Polizei ihn festnahm, war er auf dem Weg zurück zur Hütte. Ja, genau. Netter Versuch von Karma. Keiner wird das glauben. Ich verstehe. Er hatte sich also verlaufen. Ja, Entschuldigung, ja. Bitte, euer Ehren, kommen Sie zur Vernunft. Ich ging davon aus, dass ich mit dem Vorfall sowieso nichts zu tun hätte. Sie haben einen Großteil Ihrer Erinnerung verloren, richtig? Jupp. Anscheinend. Woher wussten Sie dann, dass Sie mit diesem Vorfall nichts zu tun hatten? Eine gute Frage. Oder? Oder sind das etwa Lügen mit der verlorenen Erinnerungen? Sie wissen genau, wer Sie sind. Der Zeuge hat klar ausgesagt, dass er sich nicht erinnert, wer er ist. Wenn Sie behaupten, er lügt, müssen Sie es dem Gericht beweisen. Ach, wie soll ich nur beweisen, da was im Kopf dieses alten Knackers vorgeht? Polly. Ach, das ist unmöglich. Polly! Ja. Eventuell braucht man das richtige Stichwort. Gut, dass Sie zur Vernunft gekommen sind, Herr Red. Nun gut, Zeuge. Fahren Sie bitte fort. Ich meine, ich bräuchte ja das Motiv richtig gut und ich habe keins. Wie können Sie behaupten, Sie hätten kein Motiv? Ich sage, Sie haben eins. Sie hegten einen Groll gegen Edgeworth und das Opfer Robert Hammond. Deshalb haben Sie sich an ihnen gerecht, nicht wahr? Zwingen Sie mich nicht, mich zu wiederholen, Herr Reit. Der Zeuge hat keine Erinnerung an Dinge, die länger als ein paar Jahre zurückliegen. Er kann keinen Groll hegen. Ist unmöglich. Ach, ich muss beweisen, dass er bezüglich seiner Erinnerungen lügt. Ansonsten wird es immer das Gleiche sein bis zum Ende dieses Prozesses. Darf ich etwas sagen, Herr Reit? Ja, euer Ehren, weil Sie sind. Sie haben jetzt immer wieder das Gleiche gesagt. Sie haben seine Erinnerungen oder das Fehlen dieser in Frage gestellt. Hat das wirklich etwas mit dem vorliegenden Fall zu tun? Jupp, natürlich, euer Ehren. Der Zeuge sagte, er habe nichts mit dem Fall zu tun und kein Motiv. Beide Aussagen sind gelogen. Ruhe! Herr Wright, es gibt einen großen Haken bei Ihrer Behauptung. Oder wollen Sie sagen... Wollen Sie sagen, dass Sie wissen, wer dieser Zeuge ist? Natürlich, euer Ehren. Nun, das ist interessant. Ich würde es gerne selbst wissen. Nun, wer ist er? Stellen Sie sich nicht dumm an, Karma. Herr Wright, bitte sagen Sie uns den Namen des Zeugen. Ja, Robert Hammond. Wieso denn Robert Hammond? Gregory? Versteht sich jetzt wieder blöd? Ich überlasse euch das. Sagt denn die Dame. Das erste, was ich mir gedacht habe, war Jani Yogi, aber wenn das andere... Ich nämlich auch. Ja. Ja, komm, Kelvin, wir stellen uns blöd. Oh, jawohl, jetzt verbündet euch beide hier gegen mich oder was? Was habe ich euch denn getan heute, sag mal? Wir stellen uns blöd, du musst uns helfen. Ich sag da nichts zu. Aha! Ich stell mich nämlich nicht blöd, ich bin blöd. Ich hab's auf Video, ich habe Beweise. Ja, du bist auch... ich sag lieber nichts. Ja, also warte, jetzt Jani Yogi oder Robert Hammond? Ich denke, ihr stellt euch doof. Der Großberg hat doch eben gesagt, dass, ne?
Also, was nehmen wir? Nehmen wir erst einmal die Mitte, würde ich sagen, weil das erstmal am einleuchtendsten ist. Aber es gibt so viele Möglichkeiten gibt. Er hat doch auch eben selber gesagt, das ist Jenny Yogi. Oder nicht, eingangs dieses Falles. Sein Name ist Jenny Yogi, ein ehemaliger Gerichtsdiener. Oh Gott. Yogi, dein Name sagt mir was. Oh, Jenny Yogi vom Fall DL6. Aha. Ich dachte mir, dass der Richter davon gehört hat. Es war ein berühmter Fall. Aber was bedeutet das? Euer Ehren, wenn dieser Mann Herr Yogi ist, hat er ein eindeutiges Motiv. Ja, klar. Nee. Wieder voreilige Schlüsse, Herr Reit. Dieser Mann, der Zeuge, ist Yogi Löw? Faszinierend. Wie dem auch sei. Wie wollen Sie dem Gericht das beweisen? Gute Frage. Aha. Dies ist ein Gericht, wie Sie wissen. Wir brauchen Geweise. Geweise. Darf ich mich nochmal wiederholen? Nein. Der Zeuge hat sein Gedächtnis verloren. Das ist es. Ich muss es jetzt tun. Jetzt hier und immer. Wenn ich hier und jetzt nicht die Hosen beweisen kann, dass er Yogi ist, dann war's das. Robert! Wie willst du es beweisen? Wie kannst du beweisen, dass er Jenny Yogi ist? Beruhige dich. Es ist eigentlich ganz einfach. Euer Ehren. Wir. Nehmen Sie bitte die Fingerabdrücke dieses Mannes. Dann können wir sie mit denen von Jenny Yogi vor 15 Jahren aus den Akten vergleichen. Verstehe. Das klingt sinnvoll. Es tut mir wirklich furchtbar leid, Herr Wright. Aber der Zeuge hat keine Finger. Doch, aber die Fallakten hat er, also die werden nicht vorhanden sein. Warum? Aber das muss er ja dann zugeben. Der Zeuge hat keine Fingerabdrücke. Ja, sag ich doch, er hat keine Finger. Was? Was? Keine Finger? Was? Sehen Sie, bevor ich als Bootsverleiher arbeitete, war ich in der Chemiefabrik. Ich sag doch, der hat keine Finger. Verbrannte mir die Finger mit dem Zeug. Ja, sag ich doch. Soll noch mal einer sagen, ich setze mich nicht mit der Materie auseinander. Was? Yogi, Sie Schurke. Scheiße. Sie verbrannten Ihre Fingerabdrücke selbst, um Ihre Vergangenheit zu verstecken. Ja, nun, wenn der Zeuge keine Fingerabdrücke hat, denke ich, können wir seine Identität nicht beweisen. Versuch's doch mit den Zehen. Nein! Nun, was werden Sie tun, Herr Reit? Die eine reinhauen. Wie es aussieht, ist der Fall entschieden, nicht? Nein. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß alles. Ich kann es nur nicht beweisen. Aber nein, ich kann es so nicht enden lassen. Ich kann nicht verlieren. Es muss einen anderen Weg geben. Aber was das für ein Weg ist, erfahren wir erst morgen. Tja, Freunde, der Kevin will mit euch heute nichts mehr zu tun haben und deswegen muss ich mich leider von euch verabschieden. Mit den bekannten Worten NRW bei 18. Adieu. Ciao. Und Servus.